Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Willkommen zum Magazin Blau-Schwarz. Wir befinden uns hier am Sportplatz in Ommersheim, wo in knapp einer Woche am 8. Juli das Vorbereitungsspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den FSV Mainz 05 2 stattfinden wird. Das hat eine besondere Bewandtnis, denn einladender Verein ist der 1. FCS Fanclub Ommersheim, der älteste Fanclub des 1. FC Saarbrücken, der sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Und darüber haben wir uns mit Christian Mallig, dem ersten Vorsitzenden, unterhalten. Wir sind jetzt an der Universität des Saarlandes und begrüßen Christian Mallig bei uns. Er ist IT-Administrator, aber das ist jetzt nicht der Grund, weshalb wir uns unterhalten heute, sondern es geht um ein spezielles Fest, das am übernächsten Wochenende stattfindet, in Ommersheim. Christian, worum geht's? Ja, genau, es geht um das 50-jährige Jubiläum vom 1. FCS Fanclub Ommersheim. Und wir feiern quasi unser 50-jähriges Bestehen und zu Gast ist die Profimannschaft vom 1. FC Saarbrücken, die dankenswerterweise bei uns so ein Testspiel austragen. Das Ganze findet statt in Ommersheim auf dem Sportgelände von TuS Ommersheim um 15 Uhr. Ist Anstoß und der wurde verändert, also es war ursprünglich geplant 14 Uhr. Daher bitte ich alle Teilnehmer oder alle Gäste vielmehr, erst eine Anreise um 1 Uhr sich einzufinden. Und Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber vom Sportplatz bei der Firma Auto Weiß und rund um das Pfaffental und der Oberwürzbacher Straße. Und nach Möglichkeit alle ortsnahen Leute, so gut wie es geht, vielleicht Fahrgemeinschaften zu bilden oder aus dem Ort natürlich zu Fuß zu kommen. Ja, jetzt ist es natürlich was ganz Besonderes. Es ist der erste und der älteste Fanclub in einem, Anfang der 70er Jahre gegründet. Es gab also 70 Jahre lang gar keinen Fanclub des 1. FC Saarbrücken. Ist richtig. Wie kam es denn zu der Gründung in Ommersheim? Ist ja auch mit Saarbrücken, ne? Ja, ja. Also die Gründung wurde in dem damaligen noch Vereinslokal im Adler wurde da vollzogen. Und zwar hatten sich 11 Menschen oder 11 Fans getroffen, einen Fanclub zu gründen. Und keine Ahnung, also wie ich das Amt vom ersten Vorsitzenden übernommen habe, hatte ich das an zuerst auf dem Schirm, dass es doch 70 Jahre gedauert hat, um mal einen Fanclub vom FC zu gründen. Aber ja, hat lange gehalten und wir freuen uns auf die nächsten Jahre und sind sogar vielleicht in Planung, nächstes Jahr beim Dorffest nochmal einzusteigen, weil wir im Moment im Prinzip so gar keine Festlichkeiten haben, außer ein Jubiläum. Und auch nochmal dadurch ein bisschen Einnahmen zu generieren, also nicht nur durch einen Mitgliedsbeitrag einen Verein aufrechtzuerhalten und ja. Ja, wie sieht das Vereinsleben so aus? Ich gehe mal davon aus, dass ihr regelmäßig auch die Auswärtsspiele besucht. Ja, also so einmal im Jahr machen wir eine Fahrt. Vielleicht nächstes Jahr mit ein bisschen finanziellen Puffer wollen wir vielleicht ein bisschen weiterfahren. Vielleicht mal nach Dresden oder so weiter oder so in die Region. Sonst sind wir immer nach München gefahren und immer noch ein paar Tage irgendwie drangehangen habe. Und ansonsten sind von uns immer an die 20 Leute im Ludwigspark vertreten, überwiegend im E-Block. Und viel Dauerkartebesitzer natürlich. Von den 55 sind, schätze ich mal, so an die 10 auch Vereinsmitglied beim FC. Ich auch. Und ja. Ja, es bleibt dann die Frage, was an diesem Wochenende noch passiert. Denn es gibt ja nicht nur das Spiel gegen den FSV Mainz 05, sondern es ist ja ein ganzes Wochenende geplant. Ja, genau, so sieht's aus. Also die Feierlichkeiten beginnen freitagsabends, den 7. Juli um 19 Uhr. Gibt heiße Beats aus den 80ern und 90ern mit DJ Robert. Und anschließend oder beziehungsweise Anstoß ist dann auch um 19 Uhr die DJK Ballweiler Wecklingen gegen die SV Auersmacher als Testspiel, Freundschaftsspiel bei uns. Und dann samstags mittags ja unser Highlight, wie gesagt, ab 15 Uhr Anstoß 1. FC Saarbrücken und die U21 von Mainz 05. Und dann sonntags morgens geht es zünftig los mit dem Frühschoppen mit der Blaskapelle, mit der Bayerischen Blaskapelle des Musikvereins Ommersheim. Und ab 14 Uhr gibt es, oder beziehungsweise nach der Blaskapelle, gibt es noch ein gutes Mittagessen, wo dann auch zusätzlich Leberknödel gibt es noch.
Und dann ab 14 Uhr ist ein Hobbyturnier geplant mit Siegerehrungen für die ersten drei Plätze. Und dort werden wir dann sehr wahrscheinlich gegen 18 Uhr, 19 Uhr das Fest in Ruhe ausklingen lassen. Ja. Schön, dann vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Kommen wir zurück zum Sportfeld. Dort fand am vergangenen Montag die Übergabe der Hauptpreise von Party 66s Tippspiel statt und wir waren dazu eingeladen. Hallo zusammen, es geht heute um das Tippspiel. Jeder kennt es, das Drittliga-Tippspiel von mir. Heute habe ich hier drei Parteien, die was gewonnen haben, da will ich den Preis überreichen. Und der Erstplatzierte, der Viertplatzierte und der Siebtplatzierte. Viele andere Preise habe ich schon übergeben, bei mir zu Hause oder auf anderen Wege. So, dann fange ich mal an mit dem siebten Preis. Ja. Dann geht an die Lilly. Und jetzt sind wir gespannt. So, das ist ein beleuchteter Spiegel. Den habe ich gespendet bekommen vom Haus der Engel. Das kann man steuern über eine App. Dann kann man blau, schwarz und noch so andere komische Farben dann wählen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ne? Vielen Dank. Ja, die Farben, die sind ja wohl klar. Ah ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch. So. So. Dann der Tankram aus Stuttgart, der ist jetzt wieder ins Saarland gezogen. Ja, ne? Wieder der Herr. Okay, den Namen kenne ich irgendwo. Voriges Jahr hat er den 10. Platz gemacht, da hat er 10 Kasten, ne, 5 Kasten. 5 Kasten. Oh, was war mit dem anderen? Ne, egal. 5 Kasten Bruchbier, ne? Ja, das ist ja hoffentlich schon leer. So, dieses Jahr ist der vierte Preis, das ist dann ein Gutschein im Wert von über 100 Euro von der Firma Schwamm gesponsert. Sehr schön. Mega. Ja, das ist natürlich die Frage, wie kommt das Zeug ins Schwabenland? Nee, pass auf, ich bin ja seit Dezember, bin ich nach 33 Jahren wieder in Saarbrücke. Ach, also nach Mike Franz kam auch noch ein anderer Bub zurück. Ach so. Alles klar, die Story musst du uns mal erzählen. Ja, aber ich habe viel zu erzählen. Also das sind bestimmt... Als Exzellent. Ja. Tolle Sachen. Im Schwabenland hält man es dann doch... Dauer scheinbar doch nicht so gut aus, oder? Ach doch. Man hält es gut aus, aber wie gesagt, ich bin Saarbrücker. Das ist gut. Ja. So, da kommen wir zum ersten Preis, zum Hauptgewinner. Ja. Und da ist ja unser Künstler, der den ersten Preis erschaffen hat, der Michael Becker aus Ransbach, ist auch. Aus Raschbach. Aus Raschbach, genau. Aus Raschbach, ja. Das können wir dann halt so auslegen. Ja, ich habe das letztens gelernt. Ich war bei einem also für mich herzlichen Glückwunsch. Ne? Vielen Dank. Zum ersten Platz. Ja, bei 1000 Mitspielern. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt machen wir gerade die Übergabe. Ne? So, was kriegt der denn jetzt? So, der kriegt jetzt hier die blau-schwarze Liebe. Okay. Mitsamt dem Hintergrund. Ne? Das kann man dann hier auch schön aufhängen. Ah, kommt in der Partykeller, Ehrenplatz. Ist sehr dekorativ, denke ich. Ne? Ist ein Unikat, gibt es nur einmal und ganz gut. Vielen Dank, ganz, ganz toll. Ja. Und dann noch zusätzlich, dann gibt es noch ein Trikot vom FCS mit allen Unterschriften. Das ist aber, wenn ich mich jetzt heute die Jungs hätte unterschreiben lassen, wäre es ziemlich leer gewesen. So sind das waren schon wenig im Training. Ja, so sind es dann die Spieler vom letzten Jahr noch. Ne? Prima. Nochmals. Vielen Dank. Wunsch, ne? Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. So, dann machen wir ein Foto. Okay. Michael, ja. Du machst die Sachen ja öfters, kann man von dir so etwas dann auch nach wie vor erwerben? Natürlich, ja. Klar. Ja. Das heißt, man schreibt sich an über Facebook oder so? Klar, ja. Mhm. Und gerade diese FCS-Sachen, die sind im Moment sehr angesagt. Ne? Ja. Macht mir auch immer sehr viel Spaß, sowas zu machen. War es natürlich auch individuell. Ich habe vor kurzem sowas gemacht für den 50. Geburtstag. Da war dann noch so ein bisschen das Ganze personalisiert, mit Name, ne, mit dem Geburtstag, mit der 50-Ruf, aber halt auch für einen FC-Fan. Aber kann man sich gerne bei mir melden und dann machen wir so. Jetzt haben wir den Sieger, den Hauptgewinner des letzten Jahres ermittelt. Der Preis wurde übergeben. Was passiert jetzt? Ja, leider muss ich sagen, dass das Tippspiel von meiner Seite aus nicht mehr weitergeht. Erstens, weil ich jetzt Rentner bin, nicht mehr so viel Zeit habe.
Und auch finanziell war das schon ein bisschen ansprechend. Und deswegen, ja, vielleicht findet es ja jemand, der das weitermachen will. Also ich danke nochmal alle, die mitgemacht haben. Und vielleicht irgendwann nochmal. Ja. Herzlichen Dank. Ja, ist immer schön, wenn sich jemand so engagiert. Aber du musst ja ein bisschen um die zweite Mannschaft kümmern. Genau, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Am Ende unserer aktuellen Ausgabe haben wir noch etwas ganz Besonderes, und zwar ein Gespräch mit Robert Röhlofsen, der vor kurzem nach Indien abgereist ist. Dort tritt er eine Stelle als NLZ-Leiter in der 20-Millionen-Metropole Mumbai an. Was genau sich dahinter versteckt, hinter dieser Geschichte, erzählt er uns jetzt selbst. Wir verabschieden uns schon einmal. Alles Gute, wir sehen uns in Ommersheim. Ciao. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Job gekommen? Das ist ja nichts ganz Normales, oder? Ja gut, Fakt ist natürlich, dass ich ein Jahr zu Hause war, ne? Dass man dann natürlich auch was großkreisig denkt und Wege gehen muss, wenn man hauptamtlich in Fußball arbeiten will. Ja. Und ich hatte natürlich gehofft, dass sich da was tut, aber so wie es im Fußball ist, geht es immer über Kontakte, ne, mehr oder weniger. Mhm. Außer du warst Nationalspieler, dann hast du vielleicht mal andere Wege. Ja, ich kenne den eine von den Grundlegern hier, den kenne ich schon seit 25 Jahren. Mit denen habe ich früher mal zu tun gehabt, in meiner Amateurtrainerzeit noch. Und mit denen habe ich mal Kontakt gehabt und dann habe ich neulich geschrieben, im Februar, du bist doch noch in Indien. Wenn du vielleicht in Indien was hörst, ja, denk mal an mich. Und er hat zurückgeschrieben, ja, wir suchen noch einen NLZ-Leiter, vielleicht ist das was für dich. Und ich habe meinen Lebenslauf hingeschickt und er hat sich da nicht mit reingemixt. Ja, und dann ist es halt so zustande gekommen. Wahnsinn. Es war ein langer Prozess von 3 Monaten. Von 3 Monaten war es eigentlich mit ersten Zoom-Meetings und dann neuer Vertiefung. Und ja, jetzt bin ich seit 11 Tagen da. Ja, es ist ja nicht dein erster Auslandseinsatz. Ne? Du bist also schon so ein bisschen Globetrotter. Ich glaube, du warst auf den Färöern. Ne? Ja, ich war in... Ausland ist natürlich für mich schon die 15 Jahre Deutschland, das ist eins. Ne? Ja, ja. Das ist bei mir, weil ich natürlich aus Holland komme. Dann war ich ein halbes Jahr in Indonesien. Ja. So, das war gut, dass ich auch Asien-Erfahrung habe, weil die Uni halt anders ticken. Und ich war natürlich in Färöern ein halbes Jahr und in Libyen war ich auch 11 Monate in Afrika. In Tripoli, ne? Ja, genau. Ja. Und normalerweise kommt man irgendwie in einen Job, wo es Chaos herrscht. Ja. Und hier ist es halt so, dass ich jetzt in ein Projekt komme, was die letzten 5 Jahre wirklich steht, so wie es ist. Und es ist schon ein ganz, ganz hohes Niveau hat. Und ich bin da, um vielleicht nochmal ein paar Schrauben anzudrehen, um es noch besser zu machen und noch professioneller zu machen. Mhm. Mit meiner Erfahrung mit 20 Jahren Profifußball. Ja. Um den nächsten Schritt mal zu gehen. Ne? Ja. Wie würdest du denn insgesamt das Niveau des indischen Fußballs im Moment so bewerten? Kannst du das schon? Fakt ist, was wir machen ist, und das ist natürlich ein super Highlight, die haben zum Beispiel Zusammenarbeit mit der spanischen Liga, mit La Liga und auch mit der Premier League. So, die Jungs gehen ja, jede Mannschaft hat mindestens 2 großen Turniere in des Landes. Und die machen auch jedes Jahr einen Ausflug, naja, zum Beispiel nach England und spielen dann gegen Manchester, Liverpool und Leeds. Oder die spielen in Japan oder die spielen in Spanien. Ja, und da ist natürlich schon so, dass die physiologischen Unterschiede groß sind. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, dass Indien 151. der Weltrangliste ist. Das wird natürlich, um einmal eine nach Europa zu kriegen, ist natürlich schwer. Ja. Also das muss man schon kritisch betrachten, weil die halt auch, ich bin ja hier eine Riese. Aber wenn du hier siehst, was für Tempo die spielen, was für technische Fähigkeit die haben, wie ehrgeizig die sind, wie lernfähig die sind, weil es natürlich für die auch eine einmalige Chance ist, ist das schon klar. Ne? Aber gut, ich glaube schon, dass die in der Zukunft, was wir vorhaben, den Top-Athlet zu machen, der muss eigentlich besser sein, das, was jetzt in die höchste Liga spielt, dass man dann irgendwann international nochmal ein oder andere in dieser Region zum Profi machen kann. Das ist halt das Ziel. Und ich glaube schon, dass es da, ja, wenn wir gegen eine deutsche Mannschaft spielen, dann müsste ich höchstwahrscheinlich mit U19 spielen, sie gehen U17 oder sowas. Mhm. Andererseits ist es so, dass meine Mannschaft eigentlich nur gegen erwachsene Mannschaften spielt, mit der U18, U19. Ja. Die spielen gegen Erwachsene, weil sonst macht es keinen Sinn, weil wir dann einfach viel zu stark sind. Aber wir prätendieren, die beste Ausbildungscenter vom Land zu sein, haben auch 3 Sterne von der Asiatischen Fußballverband bekommen. Mhm. So, das bedeutet schon was. Ne? Ja.
Ja, sehr so, wenn einer denkt, der macht ein bisschen da unter einem Palmbaum, liegt ein bisschen am Strand und kickt ein bisschen. Nein, das ist wirklich jeden Tag, 6 Tage in der Woche, 12 Stunden arbeiten. Ne? Ja. Du rennst von einem Meeting zum anderen Meeting und ja, das ist schon was anderes. Ne? Für wie viele Jahre hast du dich denn dort verpflichtet jetzt, Robert? Wie lange willst du dort? 3 Jahre. 3 Jahre, ja. Ich dachte, für 3 Jahre, ja. Ja. Der eine Holländer ist schon 5 Jahre da und der andere ist schon fast 10 Jahre hier. Ah. So, es hat schon. Du weißt, das Vorteil ist, wenn du aus Europa kommst, dann hast du natürlich schon einen gewissen Stand gegenüber den anderen. Mhm. Und muss auch sagen, die Leute, mit denen du arbeitest, die essen die alle aus der Hand, inklusive die Spieler. Da muss man so sehen, in einem Land mit 1,4 Milliarden Leuten, ja, habe ich gestern mal ausgerechnet, bist du eine von 0,000006%. Das ist ein 6 mit 7 Nullen. Das ist natürlich schon Ausnahme. Ne? Wenn du in einem Land wohnst mit 1,4 Milliarden Leuten und auch hier in dieser Stadt sind wir nur, sag mal, eine Homburg von Saarbrücken. Ja. Wohnen auch 1,6 Millionen Leute. Und wenn ich rüber gucke zur anderen Seite, da wohnen ja 20 Millionen Leute. Ne? Ja. Das ist ja unfassbar. Das sind ja Dimensionen, das kann man gar nicht vorstellen. Ja. Plus, dass da dazu kommt, dass 1,4 Milliarden Leute 600 Millionen unter Armutsgrenze wohnen, ne? Oder leben oder vielleicht sogar mehr. Ja. Schon Wahnsinn, was für Möglichkeiten die Leute haben, hier zu arbeiten und die Spieler entsprechend dann, sagt man, auch Gas geben ohne Ende. Ja, da ist eine ganz andere Grundmotivation da, vermute ich mal. Naja, ich vermute, dass du das ganze Dorf ernährst, wenn du das schaffst. Ja, Wahnsinn. Naja, aber es ist auch so, dass zum Beispiel der eine kommt aus ganz armes Umfeld und der andere hat unfassbare Reiche. Ja. Und das tut alles, das macht keinen Unterschied, es geht wirklich ums Talent. Wir haben auch zum Beispiel von den 35 Mitarbeitern sind auch 7 Frauen, die hier arbeiten im Fußball. Ne? Je nachdem. Und das ist in Indien auch nicht immer so. Mhm. Normal. Und man merkt eigentlich auch gar keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Es wird wirklich nur auf die Einzelqualität der Mitarbeiter geachtet. So, wir gucken auf das genau mit den Spielern. Ne? Natürlich kann man mal ein Freundchen von einem Sponsor, aber das brauchen wir alles nicht. Ja, gestern habe ich ein E-Mail bekommen von Benfica, hat Interesse, um zusammenzuarbeiten. Mhm. Das sagt diese Foundation, das brauchen wir alles nicht. Warum sollen wir das machen? Okay. Das hat gar keinen Sinn. Wir haben keinen kommerziellen Hintergrund. Es ist wirklich das Land entwickeln und die Philosophie. Deswegen haben wir auch wenig mit. Es ist ganz einfach, um natürlich viele Trainer aus dem Ausland zu holen, um das Niveau aufzuheben. Aber Ziel ist auch, um die Trainer besser zu machen. Mhm. So eine Seite bist du als Trainer da. Ich habe auch die U19, die ich dann weiterentwickle. Aber ich versuche, meinen Co-Trainer besser zu machen. Ja. Ja. So, ich mache nicht immer den Schritt von der typischen Co-Trainer, Cheftrainer, der alles bestimmt. Ich versuche, die auch alle dahin mitzunehmen, dass sie sich weiterentwickeln. Wenn die in 2 Jahren oder 3 Jahren sagen, cool, wir brauchen keine Ausländer mehr. Das ist halt das Hauptziel. Ja, okay. Also man schafft sich selbst ab durch den Job. Ja, im Prinzip ja. Ja. Okay. Ja. Ja, Robert, hast du noch ab und zu Kontakte nach Saarbrücken? Kriegst du ein bisschen was von der Entwicklung mit, die hier stattfindet? Ich habe natürlich auf Instagram verfolge ich alles und auf Facebook und kommt immer alles vorbei, das ist klar. Mit Frank Kackert habe ich natürlich häufig Kontakt. Ja. Die spreche ich auch ab und zu noch. Bleibt natürlich alles. Ich habe das letzte Spiel auch live gesehen, natürlich von aus Holland dann. Wenn es dann wirklich um Aufstieg ging oder nicht. So, ich bin natürlich schon noch reinbezogen, aber ja gut, so wie es im Fußball ist, das Herz ist halt immer da, wo man dann auf dem Moment arbeitet. Aber ich gucke natürlich schon zurück mit Wehmut und dass es auch alles anders sein hätte können. Ne? Ja, da gab es ja diese... Wie meine Karriere jetzt gegangen ist danach und wie es Dirk vergangen ist, hätte auch anders sein können. Ne? Sehr merkwürdig, weil das hat ja unheimlich Schlagzeilen damals gemacht, dass ihr vom ersten Platz quasi weg entlassen wurdet. Wie siehst du das denn jetzt im Nachhinein? Dass es manchmal Dinge im Fußball gibt, die nicht zu erklären sind. Okay. Ganz politisch gesagt. Und die wahren Gründe sind für mich immer noch ein Rätsel. Ne? Und sicherlich, wenn man dann nachher betrachtet, dass es noch 2 Spiele waren und dass wir dann aufgestiegen sind. Ne? Aber das wusste natürlich keiner, dass dann wegen Covid so eine ganze Rechnung gekommen ist. Und
Gut, es wird seinen Grund gehabt haben und Fakt ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt Red Bull Leipzig als Beispiel nimmt, auch da sind viele Trainer Teil des Prozesses gewesen und wir haben ein großes Teil gehabt, dass der Verein jetzt ist, wo es ist. Ja. An der Seite von außen bin ich jetzt auch kritisch, dass ich gewissen Strömungen sehe, dass ich denke, dass es nicht wieder in die falsche Richtung geht, ne? Weil es war natürlich eine wohlvolle Oase in die 3,5 Jahren von der Ruhe her. Ja. Und wir haben wirklich Leistung abgeliefert und wir haben Ruhe reingebracht und haben wieder die Fans zusammengebracht. Mhm. Und das sind alles Werte, die, vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen auf den Hintergrund verschwinden. Mhm. Und das finde ich schade. Das ist halt schade, weil ich meine, ich habe schöne Zeit und ich vermisse im Saarland und ich vermisse auch die Mentalität der Saarländer. Und es war eine super Zeit, aber gut, ja, es ist halt gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich bin stolz, dass ich so lange da Unterteil gemacht habe. Und ich denke mit viel Freude dann zurück. Aber wie gesagt, es ist schon mal Wehmut manchmal. Ja. Nee, deine Beziehung zu den Fans, die war auch immer eine spezielle. Ich denke zum Beispiel zurück an das Spiel in Mannheim, damals das Entscheidende, als du dann rausgekommen bist und hast dann vorbereitet und du wurdest ja. gefeiert. Ne? Ich hab die auch ein bisschen gelockt, muss ich mir schon dazu sagen. Das hast du auf jeden Fall. Ich hab die auch immer beachtet, ne? Und das ist mit Indy auch so. Man muss sich ein bisschen aufs gleiche Level bewegen und dann ist es auch viel leichter. Ja, ja. Sehr schön, Robert. Ich sage, wir bleiben in Kontakt. Wir werden in regelmäßigen Abständen einfach mal über das berichten, was du in Indien machst. Und hören uns dann bald wieder, würde ich sagen. Ja, super. Und ich habe dich natürlich auf Facebook und ich lese auch all deine Berichte und sehe auch manchmal deine Videos. Ich hoffe, da kommt was Schönes, aber dich kennen wird das schon.